Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Jahr 2018 war für den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages nicht nur ein überaus ereignis- und arbeitsreiches Jahr, sondern auch durch eine Reihe kontroverser, aber auch lebendiger Diskussionen gezeichnetes Jahr. Auch wenn solche Diskussionen emotional sein können, weil jeder von uns nur das Beste für unsere Bürgerinnen und Bürger erreichen will, behandeln wir immer alle Anliegen der Petenten sorgfältig. Die mitgeteilten Sorgen und Nöte nehmen wir sehr ernst. Jedermann, egal welchen Alters oder welcher Staatsangehörigkeit, hat das Recht, sich mit Bitten zur Gesetzgebung oder Problemen mit Bundesbehörden an uns zu wenden. Wir als Petitionsausschuss sind dazu verpflichtet, die Petition anzunehmen, sie sorgfältig zu prüfen und zu entscheiden. Zugleich dienen Petitionen dem Parlament als wichtiger Gradmesser für die Umsetzung von Gesetzen, weil sie aufzeigen, wo es Unstimmigkeiten und Handlungsbedarf gibt. Bevor ich diesbezüglich auf ein paar Fakten eingehe, möchte ich kurz ein Thema ansprechen, das mir besonders am Herzen liegt. Als stolzer Vorsitzender des Petitionsausschusses lege ich Wert darauf, dass alle von Petenten angesprochenen Themen mit Ernst und Respekt behandelt werden. Ich fordere aber auch, dass meine Kollegen sowie die Petenten trotz unterschiedlicher Positionen unsere Arbeit fair behandeln. Es hat mich deshalb umso mehr entsetzt, als manche Kollegen der Opposition die Petition zum Thema Global Compact for Migration für eigene politische Zwecke zu missbrauchen versuchten. Dieses Verhalten hat zudem die Konsequenz ausgelöst, dass einige Anhänger dieser Petition, meine Mitarbeiter im Büro und ich, mit tausenden beleidigenden E-Mails und Anrufen in einer teilweise ausgesprochenen vulgären Sprache überwältigt wurden. Anzeigen bei Bundestagspolizei, Hausdurchsuchungen waren die Folge. Meine Damen und Herren, ein solches Verhalten verurteile ich aufs Schärfste. Und auch wenn wir leidenschaftlich Diskussionen führen, muss der Umgang respektvoll miteinander bleiben. Was mich besonders erfreut, ist, dass die Zahl der eingegangenen Petitionen im Vergleich zum Vorjahr um fast 15% auf 13.189 Petitionen angestiegen ist. Auch als starker Befürworter der Digitalisierung begrüße ich herzlich, dass die Zahl der Mitzeichnungen auf der Online-Plattform des Ausschusses sich mit 685.000 gegenüber dem Vorjahr vervierfacht hat. Diese Anstiege zeigen ebenfalls, dass sich die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes wieder stärker engagieren und von den demokratischen Möglichkeiten der Mitbestimmung Gebrauch machen. Die Mehrzahl der Petitionen kommt aus dem Bereich Arbeit und Soziales. Dies machen ca. 16% aus. Gefolgt von einem auch in dieser Wahlperiode vorgenommenen Zuständigkeitswechsel im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat mit 15% aller Petitionen. An dritter Stelle knapp dahinter das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Im Berichtszeitraum haben sich mehr als 500.000 Personen neu im Portal des Petitionsausschusses angemeldet. Damit ist es mit 2,6 Millionen registrierten Nutzerinnen und Nutzern nach wie vor der Spitzenreiter des Internetangebots des Deutschen Bundestages. Und ich glaube, wir fordern zu Recht, dass wir auch bald per Smartphone oder im sogenannten Responsive Design eine Petition einreichen dürfen. Sehr wichtig finde ich es, dass es einzelne Berichterstattergespräche mit Vertretern einzelner Behörden, Ministerien gab und die Abgeordneten im Rahmen dieser Berichterstattergespräche einzelne sensible und oft schwierige Einzelfälle klären. Das findet nicht im großen Raum in der öffentlichen Debatte statt, sondern es ist die Kernarbeit des Ausschusses, für den Bürger im Kleinen zu streiten und gute Lösungen zu erreichen. Themen dieser Gespräche waren zum Beispiel Visaangelegenheiten, Asylverfahren, der Schutz vor Fluglärm, die geplante Schließung einer Wetterwarte des Deutschen Wetterdienstes oder auch die Berufszulassung von Ärzten. Und wenn wir es einmal nicht aufgrund der Aktenlage genau den Fall erkennen können, begeben wir uns auch vor Ort und haben bei zwei Ortsterminen versucht, Lösungen zu finden. Die historische Eisenbahnbrücke von Alpbruck im Süden unseres Landes sollte abgerissen werden. Und gemeinsam mit der Bürgerinitiative haben wir geprüft, ob das ganze Verfahren soweit auch in Ordnung war. Aus Lärmschutzgründen wurde auf den
oder auf die Trasse der B87 bei Lübben in einem zweiten Ortstermin neu geprüft. Und auch dieser Termin verlief sehr erfolgreich für den Ausschuss. Insgesamt darf ich noch mal erwähnen, dass die Petitionsplattform des Deutschen Bundestages auf diese 886 Petitionen veröffentlicht wurden, ebenfalls 183 Petitionen mehr als im Vorjahr. Unsere Bürger haben die Möglichkeit, die Petition auf der Internetplattform zu diskutieren und durch elektronische Mitzeichnung zu unterstützen. Aber ich sage auch, Stichwort Respekt, auf dieser Plattform hat Hass und Hetze keine Chance. Und deswegen gehen wir da auch rigoros vor, wenn jemand unsere Spielregeln dort missbraucht. Im letzten Jahr, betroffene Hunde bellen, sage ich hier drüben, im letzten Jahr wurden ca. 22.500 Diskussionsbeiträge abgegeben und 7 Petitionen wurden mehr als 50.000 Mal elektronisch mitgezeichnet. Das bedeutet für die Kenner unter Ihnen, dass diese dann auch öffentlich angehört wurden. Auf große Resonanz stießen diese öffentlichen Sitzungen des Petitionsausschusses nicht nur bei den Petenten, sondern auch bei vielen Bürgern. Und die Petenten konnten direkt mit den Ausschussmitgliedern und im Austausch mit der Bundesregierung ihre Anliegen vortragen. Insgesamt haben wir in 3 öffentlichen Beratungen diese behandelt. Dabei ging es vom Thema Cannabis über das Thema Migration bis hin auch zur Reduzierung von Tierversuchen über die gesamte politische Breite, die wir hier auch aus dem Parlament kennen. Die Petition zum Termin- und Service- und Versorgungsgesetz hatte dabei die meisten Mitzeichnungen mit 217.000 Unterstützern. Der Zweitplatzierte hatte da schon 100.000 weniger. Und auch hier, ohne den Bericht von diesem Jahr vorwegzugreifen, kann ich sagen, dass die Petition zum Terminservice-Versorgungsgesetz dahingehend erfolgreich war, dass wir als Gesetzgeber diesem Anliegen unterstützen und auch das entsprechende Gesetz dahingehend geändert haben, dass die Zulassung und die Möglichkeit, einen Psychotherapeuten zu erreichen und sich behandeln zu lassen, entsprechend einfach geblieben ist. In einer weiteren öffentlichen Sitzung wurden 6 Sachverständige zu einer Petition angehört, in der es um die sogenannten gestohlenen Kinder in der DDR ging. Darunter versteht man Kinder, die gegen den Willen ihrer Eltern zur Adoption freigegeben wurden. Teilweise wurde dabei auch der Tod von Säuglingen durch die staatlichen Stellen der DDR vorgetäuscht. Aktueller Stand ist, und das kann uns, glaube ich, auch wenn die Sache sehr schwer ist, trotzdem erfreuen, dass die Mehrheit dieses Hauses eine Lösung für die Betroffenen finden möchte. Dieses Thema finde ich von besonderer Bedeutung, gerade auch wenn es um die historische Verantwortung und die Aufarbeitung des DDR-Unrechts ging. Die Mitglieder des Petitionsausschusses bemühen sich immer mit großem Engagement darum, die bestmögliche Lösung für alle Petenten zu erreichen. In manchen Fällen besteht eine über die Fraktionsgrenzen hinaus konstruktive Zusammenarbeit. Einstimmige Voten sind dabei selten, aber nicht die Ausnahme, sondern haben wir bereits auch heute früh als Beispiel wieder praktiziert. Das prägt den besonderen Geist auch im Petitionsausschuss. Und es wäre schade, wenn dieser Geist der gemeinsamen Zusammenarbeit weiter durch Hass und Hetze Einfluss und negativen Einfluss nimmt. Oftmals führt bereits das Einholen auch wieder ein praktisches Beispiel einer Stellungnahme durch den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages bei den zuständigen Behörden zu einem positiven Ergebnis. Man würde sagen, ein kurzer Anruf reicht. 2 Beispiele hierzu. Eine schwerbehinderte Petentin wandte sich an uns, da die Deutsche Rentenversicherung die Bezuschussung eines senioren- und behindertengerechten Autos abgelehnt hatte. Im Rahmen der Überprüfung wurde ihr dieser Zuschuss in Höhe von 5.920 Euro gewährt. Fall konnte positiv abgeschlossen werden. Ebenso haben wir es erreicht, dass deutsche Staatsangehörige, die im Ausland leben, nun einfacher an unseren Wahlen teilnehmen können und wir durch eine Verlängerung der Postlaufzeiten und die Versendung der Briefwahlunterlagen hier entsprechend mehr Zeit zur Verfügung haben und damit auch die Wahl zumindest noch nicht komplett vereinfacht, aber doch zumindest in diesem Punkt vereinfacht wurde. Und von daher hoffen wir, dass auch bei diesen künftigen Wahlen am 26. Mai und anderen viele deutsche Staatsangehörige, die im Ausland leben, von der Wahl Gebrauch machen. Dies war nur ein kleiner Überblick über die Vielzahl kleinerer und größerer Erfolge im Jahr 2018. Auch wenn wir nicht alle Wünsche der Petentinnen und Petenten erfüllen konnten,
konnten, versucht der Ausschuss, die staatlichen Entscheidungen hilfreich zu erläutern und nachvollziehbar zu machen. Ganz besonders möchte ich bei allen Mitgliedern der Arbeitsgruppen des Ausschusses, den Mitarbeitern des Ausschusssekretariats, die hinter uns Platz genommen haben, sowie unseren Mitarbeitern in den Büros für die Zuarbeit und für das tiefe Aktenstudium bedanken. Ich freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Vielen Dank. Den Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschusssekretariats, dem schließen wir uns, denke ich, auch vor dem weiteren Verlauf der Aussprache an. Das Wort hat nun der Kollege Udo Schiefner für die SPD-Fraktion.